Servus Freunde, ich bin's wieder Mike und willkommen zu einer neuen Folge von Platin Mike. Ihr könnt schon am Hintergrund erkennen, heute dreht sich diese Folge um Remnant 2. Das Ganze habe ich vor kurzem auf Platin gespielt. Ich hätte schon früher ein Video dazu rausgebracht, aber so wie es halt immer bei mir aktuell ist, ich habe einfach keine Zeit. Eigentlich wollte ich Remnant 2 nicht spielen, denn ich wollte den Monat August so nutzen, dass ich meinen Stapel Spiele, den ich noch hier habe, das ist nicht nur ein Stapel, nicht nur zwei, sind schon mehr, die, oder besser gesagt, den Stapel wollte ich so langsam abarbeiten im August, da hätte ich zwei, drei Spiele auf Platin spielen können. Daraus ist leider nichts geworden. Das leider lasse ich jetzt einfach mal weg, denn ich habe mich dann doch, ich denke mal zwei, drei Wochen nach dem Release dazu entschieden, Remnant 2 zu kaufen, und ich muss sagen, ich habe es absolut nicht bereut. Aber ich muss ehrlich sein, denn ich habe mir das Spiel am Samstag kurz vor Ladenschließung im Mediamarkt gekauft. Die machen um 18 Uhr zu, ich war um 17.30 Uhr da. Ich habe mir das dann spontan geholt, ich habe mir dann gesagt, hey komm, ich hol's mir. Habe es auch installiert, habe es dann am Montag auch gespielt. Und ich muss sagen, ich war etwas enttäuscht. Ich habe es wirklich bereut, aber das lag einfach nur an dem ersten Level. Ich muss sagen, das erste Level hat mir einfach nicht zugesagt, auch nicht gefallen. Aber ich muss sagen, es hat sich dann wirklich Schlag auf Schlag alles geändert. Das Spiel ist wirklich nicht schlecht. Es ist wirklich ein gutes Spiel. Und man darf nicht vergessen, das Spiel hat 49,99 € neu gekostet. Und wenn man den Preis nimmt und den Inhalt vom Spiel, bekommt man was, ich muss sagen, was richtig solides. Es ist gut. Es war zum größten Teil fehlerfrei, zum größten Teil für mich auch ragefrei, außer beim Endboss. Ich muss sagen, der Endboss, der erste Fight, die erste Phase war ganz cool. Aber die zweite Phase, dann in diesem roten Technoraum oder was es sein soll, wo die Laser kommen und da kommt was und dies, da habe ich mir gedacht, ey, na, es war sehr fordernd. Ich habe es aber geschafft. Ich habe das Ganze auch auf Veteran gespielt und das auch zu 95% alleine. Mit dem Joe habe ich mal ein paar Runden gespielt, aber die Bosse und alles habe ich alles alleine besiegt. Das wollte ich mal hier anmerken. Gespielt habe ich das Ganze auch ohne Leitfaden. Hab 54 Stunden gebraucht und ich habe jetzt mal so verglichen, es ist eine recht gute Zeit für die Platin-Trophäe. Ich habe das meiste im Spiel gesehen, mir reicht das auch, ich habe es auch auf Veteran gespielt und es ist auf jeden Fall ein cooles Game. So, so viel dazu. Ich werde jetzt mit euch die Trophäenliste durchgehen, dann werde ich ein bisschen was sagen, wie immer, aber nicht zu jeder Trophäe was, sondern nur zu denen, wo ich sage, okay, die war cool oder die war schwer. Dazu habe ich ein paar Tipps oder Tricks, je nachdem. Und dann werde ich das Spiel bewerten und das Beste zum Schluss. Dann werde ich die Platin-Trophäe bewerten. So. Fangen wir an. So, es gibt insgesamt 51 Trophäen, 100% Platin, das Ganze in 54 Stunden, wie gesagt, und ich muss immer noch sagen, es ist ein echt cooles Spiel, hätte ich nicht gedacht, weil, nicht falsch verstehen, ich habe den ersten gespielt, ich habe ihn auch gesuchtet, ich habe den ersten komplett von Anfang bis Ende mit meinem Bruder gezockt, also komplett Koop, und das hat riesen viel Spaß gemacht. Und das hier dann auch. Ab dem zweiten Level, dann, wie ist das Level Losom in dieser Stadt, die dann brennt und alles einfach grandios. Wie das alles ausgesehen hat. Oder dieser Dschungel oder was das war. Einfach geil, geil, geil. Na? Richtig gut. So. Ich würde sagen, wir fangen an mit Datum des Erhalts. Natürlich geht es einmal ganz runter und dann einmal von unten nach oben. So. Meine erste Trophäe war damals das Tötungsgefäß, die Gottesanbeterin der Saattöten. Wer war denn das nochmal? Ach, hier! Wisst ihr, was mir hier damals aufgefallen ist? Man rennt hier zu viert rum. Ich und noch drei NPCs. Aber mir ist schon aufgefallen, dass dieses Spiel
Das möchte einem vermitteln, hey, spielt es Koop. Und ich habe mit dem Joe halt ein paar Runden Koop gespielt, das war jetzt nicht viel, aber ich muss sagen, hätte ich es jetzt von Anfang bis Ende Koop gespielt, das wäre wahrscheinlich noch ein Tick geiler gewesen, definitiv. Ich habe es halt alleine gespielt, mehr oder weniger, war jetzt auch nicht verkehrt, aber ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, na, wenn ihr die Möglichkeit habt, spielt es auf jeden Fall Koop, weil ich denke mal, Remnant 2, es ist halt ein Koop-Shooter, ne? Würde ich jetzt einfach mal sagen. So, der erste von vielen, den ersten Archetypen auswählen, das fand ich auch richtig cool. Ich habe genommen als erstes einen Jäger und danach habe ich genommen den Wachhund, fand ich auch geil. Wisst ihr, an wen nämlich ein bisschen erinnert? An Riley von Call of Duty Ghost. Riley, so hieß doch der Schäferhund, oder? Ich höre auf damit. So, na, bekommt man ja easy peasy die Trophäe. So, den Bewahrer treffen. Phantom des Ödlands. Ach, hier, das Level meine ich. Da habe ich mit Joe gespielt, da ist er. Crankscale, genau. Ich muss sagen, die NPCs haben mir aber echt gut gefallen in dem Game. Ne? So, Erweiterung des Horizonts. Einen fortschrittlichen Waffenmod herstellen. So, das konnte man ja alles bei ihr machen. Ich habe dann was am Schluss gehabt? Die brennende Munition. Kann ich euch empfehlen. Ist sehr, sehr gut. Aber das habe ich für die zweite Waffe benutzt. Für die MP. Und ich habe es auf jeden Fall nicht bereut. Ich habe aber dann später als Zweitwaffe eine Waffe gespielt. Die gab es im Labyrinth vom Boss. Ich weiß nicht, wie die heißt. Aber wenn man schießt, dann feuert die so elektrische Funken ab. Und die kann ich euch definitiv empfehlen. Spielt mit dieser Waffe. Vielleicht sieht man die dann in einem Video hier. Na? Aber alles dann später. So, nach Überlebensstreben einen Weltenboss besiegen. Oh, da habe ich mich ein bisschen aufgeregt. Aber wisst ihr warum? Weil ich muss sagen, Es gab manche Bosse, die waren einigermaßen normal, aber der Boss hier, da musst du hier ausweichen, da ausweichen. Ich habe sowieso nicht so viel Geduld. Na, ich habe es dann doch relativ gut geschafft. Na, war auf jeden Fall in Ordnung. So, besiege den Wächter von Enderut. So, das war der hier. Genau. Eine fortschrittliche Eigenschaft erhalten. So, das war hier im Labyrinth. Genau bei dem Ding hier. Ein Tipp von mir an dieser Stelle ist, wenn ihr die Möglichkeit habt, oder nicht die Möglichkeit, schaut euch wirklich, wenn ihr in ein Level reingeht, schaut euch überall um. Lauft nicht gleich von A nach B, na, sondern lauft in jede Gasse rein, schaut euch um. Ihr könnt manchmal durch kleine Schlitze durchkrabbeln und sowas. Da habe ich auch schon Sachen gefunden. Schaut euch gut um, weil ihr müsst auf jeden Fall 20 Eigenschaften farmen und das kann ein bisschen dauern. Na? So, den Boss des Labyrinths besiegt. Fand ich cool. Diesen Boss fand ich cool. Ich muss sagen, die Entwickler waren sehr kreativ bei dem Spiel. Na? Nicht schlecht auf jeden Fall. Das Labyrinth fand ich cool. Bis auf diese kleinen steinigen Gegner. Ich weiß gar nicht, was sie darstellen sollten. Die haben ein bisschen ausgesehen wie so kleine Wannabe-Kleinsteins. Na, wenn ich weiß, was ein Kleinstein ist, einfach mal googeln. Na, der kleine Bruder von Georock war das, glaube ich, ne? So, ein vertrautes Gesicht, den Flötenspieler treffen. Genau, er spielt hier auf der Flöte. Den trifft man einmal hier. Einfach dann mit ihm reden. Und dann gehört die Trophäe euch. So, eine Standardwaffe auf plus 10 aufwerten. Ich zeige euch mal was. Ich habe mit dieser Jagdmeister M1 bis zum Ende gespielt und habe damit von Anfang bis Ende das Spiel durchgespielt. Denn ich kann euch definitiv sagen, beim Endboss zum Beispiel, die Waffe hat so eine große Range und macht so viel Schaden. Ich bin mit der Waffe sehr, sehr gut durchgekommen. Na, irgendwann mal bin ich dann auf die Ding geswitcht, auf irgendeine Bosswaffe, war nicht verkehrt. Aber die hat mich von Anfang bis Ende ohne Probleme durchgebracht. Na, auf jeden Fall nicht verkehrt. So,
den Gott der vielen Gesichter töten. Ach, das war der Hässliche hier hinter mir, ne? Genau. Schachzug eines Gottes, genau. Das Level fand ich auch richtig, richtig geil. Vom Aufbau, na, von den Gegnern her, ich fand es echt super. Ich muss einfach sagen, Remnant 2, echt ein gut gelungenes Spiel, ne? So, eine beliebige Eigenschaft auf 10 aufwerten, ne? Da, das Level habe ich gemeint. Das ist so geil gewesen von Anfang. Leute, einfach unglaublich. Dieses Level-Design, dann das mit den brennenden Gegnern. Da, mit der M1 spiele ich hier. Richtig geile Waffe einfach. Richtig, richtig geil. Ich fand dieses Level mit Abstand das Beste in Remnant 2. Definitiv. So. Dann Nimue treffen. Es ist die hier. Von ihr bekommt ihr später. Falls sie euch fragt. Man kann ja von ihr Sachen kaufen. Na, aber die ersten 4 sind ja verdeckt mit einem Fragezeichen. Und zwar ist es wie folgt. Ihr müsst im ersten Durchlauf einen Ring oder sowas farmen. Dann noch einen Gegenstand. Und dann in Neues Spiel Plus müsst ihr das bringen. Und dann werden diese 4 Fragezeichen aufgedeckt. Und dann bekommt ihr, könnt ihr ein Relikt von ihr kaufen. So ungefähr war's. Ich weiß jetzt nicht die ganze Questline im Kopf. Könnt ihr auf YouTube nachschauen. Absolut gar kein Problem. Ne? So, Höchstleistungen. Level 10 mit einem beliebigen Archetypen erreichen. Ich kann euch definitiv empfehlen. Ich habe es mit dem Jäger angefangen. Ich habe es keine Sekunde bereut. Macht's mit dem Jäger. Das Level war auch richtig geil hier. Das Stück hier. Im Keller. Geil, geil, geil einfach. Ich fand es richtig, richtig geil. So, ein weiterer Tipp von mir. Weil es hier gerade um den Archetyp geht, ne? Wenn ihr einen Archetyp fertig habt. Im Slot Nummer 2 auf der rechten Seite. Also ich habe den Jäger immer drin gelassen. Und auf der rechten Seite hatte ich dann den Heiler zum Beispiel. Und ich kann euch definitiv empfehlen. Und macht es auch, weil ihr braucht ja diese 20 Eigenschaften. Und ihr bekommt pro Archetypen, den ihr auf Level 10 gespielt habt, bekommt ihr eine Eigenschaft freigeschaltet. Deswegen mein Tipp an der Stelle, wenn ihr einen Archetyp auf Level 10 habt, wechselt sofort zum nächsten und levelt den auch auf 10, dass ihr die Eigenschaft bekommt. Weil sonst müsst ihr euch die im Spiel suchen und manche waren richtig nervig. Na, da musste man ein paar Sachen machen, dann musste man öfters rerollen, hier rerollen, da rerollen. Ich habe 8-9 Mal rerollt, bis halt mal das richtige Level gekommen ist. Deswegen macht es einfach. So, fast geschafft. Eine Bosswaffe auf plus 5 aufwerten. Welche war das in dem Fall? Da, die Spektralklinge war meine Nahkampfwaffe von Anfang bis Ende. Ich fand die cool. Na, der Justin hat im Stream öfters gesagt dazu, das sieht aus wie die Blade-Waffe ein bisschen vom Film. Na, aber die habe ich selten benutzt. Fast gar nicht. Na, so. Doch nichts Besonderes. 100 besondere Gegner besiegen. 100 besondere Gegner? Das waren die hier, ne? Geil, oder? Ich habe die Waffe geliebt. So. Weiter geht's. Einen sekundären Archetyp platzieren. Das meine ich. Hier rechts. Und das habe ich damit gemeint. Ich habe links einen Jäger immer drin gehabt. Und rechts, wenn ich eins auf plus 10 gespielt habe, habe ich sofort zu einer anderen Klasse geswitcht. Einfach nur wegen der Eigenschaft. Weil ihr werdet diese Eigenschaft auf jeden Fall brauchen. Definitiv. So. Ein Gegenstand vom Netz der Nachtweberin erhalten. Das ist auch... Losum oder wie heißt das Level? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es unten in der Irrenanstalt im Keller. Und ihr müsst dahin zum Spinnennetz gehen. Und müsst euch da was holen. Na? Oder müsst ihr was reinschmeißen sogar. So war das, ne? Genau, genau. So, die Nachtweberin besiegen. Ey. Dieser Boss. Na, auch in 2 Phasen aufgeteilt. Ich fand auch diese Irrenanstalt, hier dieses Haus, ne? Ich fand es unglaublich. Und auch diesen Boss. Ich fand es einfach richtig, richtig geil, muss ich sagen. Echt richtig, richtig geil einfach. Nicht schlecht, ey. So, Reliktkapazität aufwerten. Das könnt ihr bei Wallace.
Na, ich habe damit richtig lang rumgemacht, weil ich nicht gewusst habe, wer es Wallace und wo finde ich ihn. Und ich bin stundenlang einfach mit meinem Standard-Relikt rumgelaufen, hat aber auch gut funktioniert, muss ich sagen. Wenn ihr euer Relikt werden möchtet, dann geht auf jeden Fall zu Wallace. Er ist da in eurer Base, ist er oben. Na, ich solle den eigentlich finden. Und da könnt ihr auch neue Klassen holen. Na, wenn ihr jetzt den Gegenstand für einen Archetyp gefunden habt, dann müsst ihr mit diesem Gegenstand zu ihm gehen und dann wechselt er euch das und dann bekommt ihr den Archetypen. So war das, ne? Genau. So war das, genau. So, den letzten Boss besiegen. Oh Mann, da habe ich so rumgeschimpft, ey. Na. Es ist halt meine Geduld. Da braucht man viel Geduld für den Endboss. Definitiv. Weil die zweite Phase hat es wirklich in sich. Man ist die ganze Zeit gefordert. Permanent. Viel ausweichen. Man ist ja eigentlich nur am Ausweichen. Dann gibt es Situationen, da kann man dann mal kurz auf ihn schießen. Aber die meiste Zeit ist man mit Ausweichen beschäftigt. Na? So. Aber sonst war es in Ordnung. Eine spirituelle Beratung von Maidra erhalten. Das ist sie hier. Hier könnt ihr zwei Gegenstände bekommen. Weil ihr müsst ihre Antworten beantworten, einmal als Egoist und einmal für die Gruppe. Sie stellen euch zum Beispiel Fragen wie, was würdest du machen? Würdest du ihm jetzt helfen oder nicht? Und ihr müsst einmal wie ein Egoist handeln und müsst alle Antworten zum Beispiel sagen, nein, ich helfe nur mir zum Beispiel. Und im zweiten Durchlauf, wenn ihr wieder rerollt, dann müsst ihr wieder zu ihr und müsst dann einfach sagen, nein, ich hätte ihm geholfen, ich hätte für ihn gehandelt, nicht gegen ihn. Na, ganz wichtig, ganz wichtig. So, erhalte einen geheimen Archetypen. Genau. Goldenen Kompass, den bekommt man ja. Und damit dann einfach zu Wallace. Er tauscht euch das gegen eine Archetypklasse, ne? Auf jeden Fall machen, weil ihr werdet ein paar Archetyp brauchen. Wie gesagt, ihr müsst sie auf Level 10 hochspielen, dass ihr die Eigenschaft bekommt. Weil ihr braucht 20 Eigenschaften, ne? Das hat sich am Ende. Das war meine letzte Trophäe, die mir gefehlt hat. Aber kann ich euch dann zeigen? Einen Boss im Einzelspielermodus besiegen, ohne Schaden zu erleiden. So, danke an Joe. Denn er hat mir das gezeigt. Hier, er hat gesagt, hey Mike, pass mal auf. Na, du musst da rein. Und musst hier Bambi töten. Und nicht den eigentlichen Boss, der hier in dem Level ist. Na? Weil dann bekommt man gleich diese Trophäe. Den Verwüster besiegen bekommt man auch gleich und dann bekommt man gleich noch das hier. Wenn man Bambi tötet, na, oder diesen Bambi-Verschnitt, dann bekommt man gleich diese drei Trophäen. Ganz wichtig. Na, so, eine Bosswaffe auf plus 10 aufwerten. So, das war in meinem Fall Gewehr der Dämmerung. Fand ich jetzt auch nicht verkehrt. Vor allem die Mod, was diese Waffe besitzt, dass man für eine gewisse Zeit unendlich schießen kann. Nicht schlecht auf jeden Fall. So. Einen Gegenstand am Blutmondaltar herstellen. 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 Diesen Blutmondaltar findet ihr in diesem Dschungellevel. Ich habe den Namen vergessen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht so mit Namen. Na. Und mein Tipp hier an der Stelle ist, na, weil es hat beim ersten Mal nicht funktioniert. Denn ich habe mir am Anfang, ich habe gedacht, es reicht, wenn man sich einen Trank kauft. Nein. Den Trank da unten, Finger weg davon. Ihr müsst hergehen und müsst zum Beispiel einen Handschuh kaufen oder einen Ring, weil sonst bekommt ihr die Trophäe nicht. Für die Trophäe zählen nur die Gegenstände und nicht die Tränke oder so. Na, ganz, ganz wichtig. Weil ich habe mich gewundert, hey, warum bekomme ich die Trophäe nicht? Na, und dann habe ich es nochmal probiert, habe einen Ring gekauft und dann habe ich die Trophäe bekommen. So, all diese Eigenschaften, 10 Eigenschaften erhalten. Genau das Level. Das fand ich so abscheulich am Anfang, wenn man das Spiel anfängt. Aber das kommt darauf an, wie man da reinrollt, sage ich jetzt mal. Ich habe das dann mal rerollt irgendwann mal und habe dann in diesem verlassenen Gefängnis oder so angefangen. Das war dann auf jeden Fall nicht schlecht. Das hätte ich mir am Anfang gewünscht, aber ist halt so, ne? So. 50.000 Altmetall sammeln. So. Mein Tipp an dieser Stelle ist, es gibt ein Amulett dafür.
Wenn ihr dieses Amulett ausgerüstet habt, bekommt ihr 50% mehr Altmetall. Und ich kann euch sagen, rüstet dieses Amulett auf jeden Fall aus, weil ihr werdet am Anfang sowieso viel Altmetall brauchen. Und man kann dieses Amulett auch im zweiten Level finden. Aber das ist dann per Zufall. Das liegt dann zum Beispiel in irgendeiner Ecke oder bei irgendeiner Leiche oder so. Ich habe es dann per Zufall gefunden. Ich bin Weg entlang gelaufen und es lag da bei irgendeiner Leiche am Boden. Na, aber schaut einfach mal bei YouTube. Ich habe für das Amulett habe ich mir ein Video angeschaut. Dann wisst ihr, welches es ist. Das ist so ein goldener kleiner Würfel. So sieht's aus. Ich würde es euch gerne zeigen, aber kann ich halt leider nicht mehr. Ich habe das Spiel nicht mehr installiert. So, Herr der Schneide, 10 Nahkampfwaffen sammeln. Na, ihr bekommt einige auch in den Leveln. Ich habe es aber so gemacht. Ich habe die Nahkampfwaffen bei ihm gekauft. Jetzt nenne ich euch einen Trick. Na, weil es ist für mich einfach verschwendet, wenn man jetzt bei ihm die 10 Nahkampfwaffen kauft. Das sind ungefähr 10.000 bis 15.000 Altmetall. Oder, na, ich sehe es gerade, 500 kostet eine. Sagen wir mal 5.000 für 10 Stück. Na? Und wenn ihr die 10 Stück bei ihm kauft, jetzt kommt der Trick. Drückt ihr eure PlayStation-Taste, geht auf das Spiel drauf und drückt auf Spiel schließen, weil die Trophäe habt ihr ja bekommen. Er schließt das Spiel und ihr fangt am Checkpoint wieder an, am Anfang von der Base und habt noch euer gesamtes Geld. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch funktioniert. So habe ich es einfach gemacht, weil ich habe das Geld ja dann im Nachhinein dann später nochmal gebraucht. Ne? Macht es auf jeden Fall. Wenn ihr hier die Trophäe bekommt, Spiel schließen, wieder rein, dann habt ihr euer Geld wieder. So, Talrata besiegen. Mann, bei dem Boss bin ich 2-3 Mal gestorben. Und es regt mich auf. Wisst ihr warum? Das ist halt meine Geduld wieder. Es ist so ein... Das ist kein starker Boss, aber ich bin halt so, komm, ich baller jetzt die ganze Zeit nur drauf. Meine Geduld, wie immer. Na. Auf jeden Fall bekommt ihr Material von ihm für eine Waffe. Und bei ihm ist es ja so. Entweder er darf euch fressen, dann kommt ihr in dieses Level, oder ihr lasst euch nicht fressen. Wenn ihr euch nicht fressen lasst, bekommt ihr nochmal eine MP von ihm. Und ihr werdet die MP auf jeden Fall brauchen, denn ihr braucht ja 30 Waffen. Ne? Ich habe den Boss zweimal gemacht, einmal in der Welt und einmal in der anderen. Ne? So, den Schwindler der Fae besiegen. Der hat mich auch aufgeregt. Hier gibt es einen kleinen Tipp. Wenn die Schwerter von oben kommen, ne? Da seht ihr rechts dieses Schwert, da war es gerade. Nutzt diese als Deckung. Das ist mir dann viel später erst eingefallen. Wenn die Schwerter vom Himmel fallen und die bleiben im Boden stecken, dann stellt euch hinter eins und dann schießt auf ihn. Funktioniert echt gut, kann ich euch definitiv sagen. So, ein geheimes Lied auf der Wasserharfe spielen. Das ist hier in dem Dschungellevel. Ein Tipp von mir. Einmal müsst ihr an der Harfe spielen, um drüben links zum Boss zu gelangen. Da, wo ihr diese drei Trophäen erhalten könnt, wo ihr Bambi tötet. Und ihr könnt hier noch eine vierte Trophäe ergattern. Ganz, ganz wichtig, auch an der Harfe. Ihr müsst einmal dieses Lied spielen, dass ihr drüben zum Boss kommt. Und ihr müsst einmal ein, ich kann es euch mal zeigen, ein geheimes Lied. Ein Moment. Wo war das jetzt? Ne, das war's. Genau, ein geheimes Lied auf der Wasserharfe spielen. Das war das gerade hier. Und das könnt ihr euch bei YouTube raussuchen und genauso eingeben. Ihr müsst einmal das geheime Lied eingeben, wie gesagt, und einmal das Lied, das sich drüben die Brücke öffnet zum Boss, wo dann Bambi drin ist. Und da könnt ihr euch auch nochmal 3 Trophäen holen. So, 15 Waffenmods herstellen, easy peasy, das könnt ihr hier bei ihr machen. Na, ich will jetzt lieber nicht sagen, was das für eine ist. Ne? Weil, wenn man dann von ihr weggegangen ist, na, dann, du bist ja immer noch da, so richtig. Naja, scheiß auf sie, ne? So, die maximale Anzahl an Eigenschaftspunkten sammeln. Wie viel waren es? 65 Stück, ne?
Mann, diese Dungeon fand ich auch richtig, richtig geil. Eigenschaftspunkte gibt's wie Sand am Meer, muss ich sagen, ne? Findet man überall, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So, zurück, einen Blutmondraum entdecken. Oh Mann, da habe ich gebraucht, da habe ich gebraucht. Wisst ihr warum? Weil ich habe so oft rerollt. Und man braucht ja diesen Blutmond am Himmel. Und wenn dieser Blutmond am Himmel kommt, dann kann man auch in den Raum rein. Und dann bekommt man auch die Trophäe. Aber ich habe das so oft rerollt, es ist einfach nicht gekommen. Ich schwör's euch, 10 Mal. Na, und dann irgendwann mal ist es aufgetaucht. Ihr braucht unbedingt für diese Trophäe den Blutmond am Himmel. Den Blutmond seht ihr auch, weil wenn ihr hochschaut, dann ist ein roter Mond am Himmel, ne? So, weiter geht's. Entdecke Letos Versteck, das ist im Labyrinth, da bekommt ihr auch die Thompson. Ja, und dann gibt's hier auch die Trophäe. Einfach bei YouTube nachschauen. So, 15 Waffen sammeln. Hier kann man sich die Bosswaffen kaufen und den Rest, der euch dann fehlt, dann bei dem anderen Händler draußen am Schießstand. So, allen Geschichten vom Matschzahn zuhören. Der Matschzahn ist auch in der Base, in eurer Base am Anfang. Und ihr müsst mit ihm reden und wenn er mit einer Geschichte fertig ist, dann so lange auf "Kannst du mir eine weitere Geschichte erzählen?" drücken, bis ihr dann eine Trophäe bekommt. Aber ich kann euch an der Stelle auch sagen, ihr könnt alles überspringen. Ihr müsst jetzt nicht alles zuhören, da sitzen, na, sondern ihr könnt jeden Dialog überspringen. Aber ganz wichtig ist, ihr müsst euch jede Geschichte von ihm anhören. Jede. Na. So, 10 Abweichungen besiegt. Das sind diese roten Minibosse. Sehr nervig. War meine vorletzte Trophäe mit dem 25. Kann ich euch sagen, genau. So, 100.000 Altmetall sammeln. Hierbei, da, das ist Talrata. Ich habe euch gesagt, der kommt ja in 2 Welten vor. Einmal, wenn ihr euch fressen lasst, dann ist er in der anderen Welt. Und einmal, wenn ihr euch nicht fressen lasst, dann seid ihr hier bei ihm. In der normalen Welt. Und da gibt es hier dann auch die Waffe von ihm. Na, so, genau. 10 Relikte sammeln. Das sind die Herzen, mit der ihr euch heilen könnt. Und einige findet ihr in der Welt. Ihr müsst dafür auch einige Quests machen. Na, ihr seht schon, ich habe das ganz zum Ende gemacht, weil man muss schon ein bisschen zoomen danach. So, eine Standardwaffe auf plus 20 aufwerten. Dafür braucht man diese Ressource. Wie heißt sie nochmal? Simulacrum. Na, davon kann man einige Farmen loshommen. Ist kein Problem. Man braucht ungefähr für 1, 15 bis 20 Minuten. Na, ist absolut kein Problem. Eine Waffenumwandlung auf plus 10 aufwerten. Diese Ressource, dafür kriegt ihr von diesen roten Minibossen. Na, die rot sind, dann haben die eine Energieleiste. Die haben immer eine Energieleiste oben. Der Name steht drauf und die sind immer rot. Na, so, 20 Nahkampfwaffen sammeln. Wie komme ich auf 10? Mann, Mike, ey. 20 Nahkampfwaffen sammeln! Na? Der rote Thron. Hier war meine letzte. Der rote Thron ist ja in diesem Dschungellevel, ne? Ihr wisst ja, da ist diese Königin da oben oder so. Und wenn ihr ihr widerspricht, dann kommen diese Gegner, die euch töten. Ihr müsst euch von denen töten lassen. Die nehmen euch dann gefangen und bringen euch hier ins Gefängnis hin. Und hier ist eine versteckte Waffe. Schaut her. Genau. Königliches Breitschwert. Nur, dass ihr das mal wisst. 30 Waffen sammeln. Das habe ich bei dem Händler gemacht, wie gesagt. Schaut, weil da kostet eine Waffe 1000 bis 1500. Danach habe ich das Spiel sofort geschlossen. Neu gestartet. Dann war ich wieder am Checkpoint hier und habe mein ganzes Geld gehabt. Macht es definitiv, weil ich denke mal nicht, dass ihr irgendeine Waffe davon brauchen werdet. Es ist Schrott einfach nur. Na, so, 25 Abweichungen besiegt. Hier, der Sägemeister in Losom, Gemeinde Morrow, da müsst ihr hin. Da ist ja auch diese Irrenanstalt. Da habe ich das gemacht und hier könnt ihr auch diese Ressource farmen, dass ihr eure Waffe aufs Maximum bringen könnt. Und mit dieser Ressource könnt ihr auch euer Relikt oder euer Herz, besser gesagt, aufwerten, dass ihr mehr davon habt. Macht es definitiv. So, 20 Eigenschaften sammeln. Ihr seht schon, das war meine letzte. Hier in der Dungeon
Da, die Waffe war's. Spiel's mit der. Spiel's. Das ist eure Zweitwaffe. Na? Die war einfach so krass, die Waffe. Die bekommt ihr im Labyrinth vom Boss. Na? Richtig, richtig geil. Ich habe da nur noch mit der gespielt. Geile Waffe. So, und dann haben wir die Platin. Na? Nach Abschluss der Dungeon, da habe ich meine letzte Eigenschaft bekommen, als ich die Dungeon abgeschlossen habe. Unaufhaltsam. Ja, habe ich mich gefreut, ey. Das war ein Sonntag im Stream. Ich muss euch sagen, mich freut's jedes Mal, wenn ich sowas mit der Community, meiner Community teilen kann. Wenn ihr einfach bei mir im Stream seid, auf Twitch und wir gemeinsam, kann man das so sagen, die Platin-Trophäe bekommen haben, ne? Weil ich wäre ja ohne euch nur halb so gut, ne? Ist halt wirklich so. Das ist Tatsache. Tatsache ist das. So, und das war's. Platin, 54 Stunden. Mir hat's auf jeden Fall geschmeckt. So, wie würde ich das Spiel bewerten? Was für eine Note würde ich dem Spiel geben? So, ich muss einmal einbeziehen den Preis für ein neues Spiel, 49,99. Der Inhalt ist, der ist auf jeden Fall gut. Da kommt man nicht drum herum, der ist wirklich gut. Es ist abwechslungsreich, die erste Zeit auf jeden Fall. Es gibt eine Menge Waffen, die Welten, wenn man die rerollt, sieht man. Und das empfand ich als sehr gut. Man sieht jedes Mal was Neues. Und ich würde dem Spiel dann insgesamt, so wäre mein Gefühl, na, würde ich auf jeden Fall eine, ich gebe dem eine 8. Eine 8, definitiv. Weil es ist wirklich, ich komme dann auch gleich darauf, warum dann auch letztendlich nur eine 8, aber das ist eine gute 8. Na, der Kaufpreis, die Abwechslung im Spiel, die Bosse, die Level dann im, ab Level 2, es ist dann einfach richtig geil. Und die, wie gesagt, ich muss sagen, die Bossfights waren richtig geil. Der letzte Bossfight war sehr fordernd. Und insgesamt, ich fand ein cooles Spiel auf jeden Fall. Aber Punktabzug bekommt es definitiv, weil dieses Rerollen. Man wiederholt manche Level so oft, weil man musste einfach so oft rein und manchmal saß ich da. Ich habe das so oft rerollt, 10 Mal, ne? Und ich bin 10 Mal in das Level rein, habe das nicht gefunden, was ich gebraucht habe. Und am Ende sitzt man da, schon wieder hier, schon wieder das Level. Irgendwann mal hängt es ein bisschen raus, aber es geht zum Glück. Aber ich muss sagen, eine 8 von 10 ist doch sehr stabil, oder? So. Kommen wir zum Schwierigkeitsgrad der Platin-Trophäe. So, ihr müsst zum Beispiel nicht auf Veteran anfangen, so wie ich es gemacht habe. Na? Und könnt auch auf Überleben spielen. Ich denke mal, das ist dann normal in dem Fall. Also, ich würde sagen, wenn man in der Gruppe spielt, könnte die Platin-Trophäe einfacher sein. Könnte, muss aber nicht. Weil, wenn der zweite oder dritte nicht mitzieht, dann wird das Spiel schwieriger. Das kann ich euch definitiv sagen. Definitiv, das ist so. Und ich würde dem Spiel eine 5 von 10 geben. Weil 54 Stunden, ich habe jetzt mit anderen verglichen, ist relativ schnell. Na, ich habe auch ohne Leitfaden gespielt, aber man muss das Ganze auch ziemlich oft spielen. Und man muss auch wirklich hoffen, dass das Level, so wie man es gerade braucht, dass es auch kommt. Aber ich denke mal, eine 5 von 10 ist auf jeden Fall okay. Na, so, kann man auf jeden Fall lassen. So schwierig fand ich es jetzt nicht auf jeden Fall. Ich muss sagen, mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Mal wieder ein Game, wo ich schießen konnte. Ein Shooter, sage ich jetzt mal. Hat mir auf jeden Fall sehr gut empfallen. Ich kann das Spiel auch an dieser Stelle empfehlen.
Falls ihr es noch nicht gespielt habt, spielt es auf jeden Fall. Wenn ihr die Möglichkeit habt, spielt es Koop. Es macht eine Menge Spaß. Ich habe es halt nicht getan. Ich bin halt so, ne? Und genau, das war's. Ich denke mal, ich lasse es so stehen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und könnt ein Abo da lassen, lasst ein Like da. Nur wenn ihr wollt, na. Nur wenn ihr wollt. Na. Ich gehöre nicht zu den anderen Gammlern, die am Anfang von einem Video gleich danach betteln, wegen irgendwelchen Likes oder Subscribes. Ich mache das nicht. Macht es wirklich nur, wenn es euch zugesagt hat. Und macht es nur, wenn ich euch passe. Na, aber ich passe sowieso, denn ich bin Platin Mike. Macht's gut, Servus.